Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic 2. Ja, wir sind hier gerade in Khabdun wieder angekommen. Wir haben die Wolfsfälle für Jens gebracht, wir haben Harek befreit. Bei dem Assassinen haben wir es verscherzt. Aber bis jetzt weiß ich noch nicht wirklich, was ich sonst machen muss. Hier muss ich noch irgendwie rein. Was klauen? Kann ich hier durchs Fenster oder so? Kann ich da oben rein? Nope. Ich kann hier nicht klettern. Oder hier? Lass mich in Ruhe. Was passiert, wenn ich hier so einfach reingehe? Er sieht mich nur an. Ich habe gespeichert, ja? Okay, hier rutsche ich gerade. Von hier an den Pokal ran. Der. Du wagst es, mich zu bestehlen, Mara. Kann den nehme ich noch mit? Oh. Bleib stehen, Mara. Ich hoffe, ich bin jetzt weit genug weg von dem. Was passiert, wenn ich jetzt nochmal dahin gehe? Greift er mich nochmal an? Warte mal. Mein Ruf. Okay, ist noch immer auf Null. Ich weiß jetzt nicht, ob er mich nochmal angreift, wenn ich an ihm vorbeilaufe. Okay, der greift mich nochmal an. Nein, da komme ich nicht hoch. Nein, da komme ich auch nicht hoch. Okay, aber jetzt ist er weg. Jetzt lässt er mich in Ruhe. Vielleicht muss ich ein paar Tage wegbleiben, damit er mich nicht mehr angreift. Wer wollte die Kelche nochmal haben? Seruk? Ich habe die goldenen Pokale verschwinden lassen. Ich wusste, dass dir das gefallen wird. Bring was über das Diebeshandwerk bei. Bring mir was über das Diebeshandwerk bei. Ah, Schlösser knacken. Wie kann ich mich rausreden? Bring mir Falschen. Okay. Tja, die goldenen Pokale kannst du bei jedem Händler für gutes Gold loswerden. Gut. Und wenn du noch einen Job suchst, geh mal nach Ardea. Der Turmwächter Jack hat einen dicken Batzen Gold von den Rebellen kassiert. Verstehe. Oh. Okay, nice Info. Warte, da gibt noch was, oder? Nee, doch nicht. Gehen wir nochmal zu Jack. Der hat Gold. Oh, da ist ein Hirsch. Warte mal. Wir haben wieder 10 Lernpunkte. Dann machen wir das jetzt noch hier mit der Jagd. Wie wir die Dingens hier rausziehen können, damit wir Geld verdienen können. Ich glaube, das wäre mir jetzt erstmal wichtig, dass wir Geld verdienen können. Hier, Jens. Bring mir was über die Jagd bei. Bring mir was über die Jagd bei. So. Zähne, Krallen und Hörner. Dazu bist du noch nicht bereit. Ah, okay. Was ist mit das hier? Dazu bist du noch nicht bereit. Okay,
aber das hier. Dazu bist du noch nicht bereit. Okay, dann würde ich lieber doch erstmal weiter bei Stärke bleiben. Gehen wir mal nach Redok. Da kann man uns noch ein bisschen Stärke beibringen. Beziehungsweise das nächste für die... Da ist ein Dodo. Also Fleisch und Punkte. So. Warte mal. Gab es hier nicht vielleicht auch noch ein paar Heilpflanzen oder Tierchen, die ich vergessen habe? Pflanzen sind hier auf jeden Fall. Die sind aber wieder neu gekommen. Ich meine, ich hatte die eingesammelt. Und da sind Banditen. Ich mach dich fertig. So. Nein. Der soll ein bisschen mehr zu mir kommen. Während er fliegt. Warum fliegt er? Bleib stehen! Geht, fängt schon super an. Fängt schon echt gut an hier. Ah, verdammt. Okay, schnell weg. Das werde ich nicht überstehen hier. Okay, nochmal was futtern. Fleisch haben wir zum Glück genug. So, warte mal. Questlog. Für Kapdun bring Urkas seine Waren zu. Bei dem haben wir es gerade verkackt, ne? Dann würde ich vielleicht das hier nochmal laden wollen. Und dann machen wir das mit den Pokalen lieber später. Wir wissen auf jeden Fall hier Ding, es hat Gold, Jack. Wenn er wenn wir bei ihm verkackt haben, hier bei Urkas. Bei ihm hier. Aber die Banditen, da können wir auf jeden Fall nochmal Punkte sammeln, ne? Und ich hoffe, der eine fliegt da jetzt nicht. Und der soll wirklich mit dem Fliegen aufhören. Gleich. So, jetzt haben wir aber diese Punkte nicht, ne? Aber warte mal, okay, ein paar Punkte müssen wir eh noch sammeln. Für die nächste Stufe. Den einen Dodo können wir auf jeden Fall einsammeln. Und die Banditen. So, den Dodo, den machen wir noch fertig.
Dann holen wir uns die Banditen da. Hier ist ja noch ein Doro. Sind hier noch... Da ist noch einer. Das mit dem Rutschen, das finde ich irgendwie sehr merkwürdig hier. Und ich finde es schade, dass die nicht mehr so Geräusche machen wie vorher. Da ist wieder so ein Lurker. Ah. Da. Oh. Da. Ja, komm, hau ihn kaputt. So. Sorry, Schildi. Aber du gibst Punkte. So. Und noch ein. Und dann speichern wir. Ich mach dich fertig. Okay, es kommt nur einer gerade, oder? Bleib stehen. Komm. Gegen einen habe ich kein Problem, aber erst ein bisschen weiter Entfernung, ja? Was ist das für ein Angriff? Jo, den haben wir. Schwert. Bandit. Und hier lag noch irgendwo ein Schild, Wo ist denn sein Schild? Wo ist denn sein Schild? Lizenzer, wo ist sein Schild hin? Ich wollte das Schild haben. Ein Essen war noch. Habe ich den vielleicht eingesammelt? Nope. Habe ich nicht. Noch ein Dodo. Den nehmen wir mit. Okay, der nächste. Bleib stehen! Ja, ich bleib stehen. Noch ein bisschen Abstand zu den anderen. Hier können wir kämpfen. Leichter Bandit. Nice, jetzt haben wir ein Level Up. So, das looten wir auch nochmal. Und das können wir auch nochmal speichern. Jetzt wirst du was erleben. Interessant, dass die jetzt wirklich gerade alle einzeln kommen. Der hat aber auch ein Schild. Ich hoffe, sein Schild geht nicht verloren.
Warum hat er... So, Knüppel und Vollschild. Leichter Bandit. Der hat nur Münzen. Okay, Schildparade fehlt uns, okay. Nochmal kurz speichern und dann machen wir den letzten da. Dir werde ich zeigen. Ah, nein. So. Was hat er hier? Einen normalen Bogen. Und ein Schwert. So. Lagerfeuer. Ich höre da was rumlaufen. Und da hinten haben wir eine Insel. Ah, warte mal. Okay. Aber, hä? Warenlieferung. Waffenbündel. Ist hier noch mehr? Und wenn wir am Lagerfeuer sitzen, dann lädt unser Leben auf. Wenn wir auch auf dem Hocker sitzen, auch. Ja, tatsächlich. Das ist ja nice. Also da hinten läuft aber irgendwo was. Ich höre das auf jeden Fall. Bestimmt ein Dodo oder so. Ne, ein Lurker. Und eine Schildkröte. Aber das ist jetzt die... Ist das die Waffenlieferung, die Dingens hier wollte? Ich gehe mal davon aus, dass das die ist, die gesucht wurde, die vermisst wurde. Eigentlich wollte ich zurück nach Redok. Aber okay, wenn das die Waffenlieferung ist, die gemeint ist. Dann warum nicht? Ich höre die ganze Zeit hier irgendwo was rumlaufen. Na, ich bringe mal trotzdem die Waffenlieferung dahin. Nur der will mit mir nicht mehr reden, aber da hinten zumindest. Ich finde es aber schade, dass die Orks hier nicht, nicht so reden wie Urshak oder Tarok. Genau, der wollte auch noch irgendwie was. Also und hier Wasserfass. Können wir hier auch nochmal voll machen. Hier die Gesundheit, meine ich. So. Urkas. Ich denke, das Zeug hier gehört dir. Ich denke, das Zeug hier gehört dir. Na also, her damit. 1500 Erfahrung. Gut. Was willst du noch? Los, hau ab! Was ist mit meiner Belohnung? Belohnung? Also gut. Hier, nimm das Gold. Und jetzt verschwinde! Zeig mir deine Ware. Was hat er denn hier? Langschwert? Warte mal. Warte, das ist, Schwert kann verbraucht. Nehmen wir dafür. Klingenschaden 75.
kann ihm die Dinger hier mal verkaufen. Ich denk darüber nach. Genauso wie die rostigen Schwerter. Rostiges Schwert. Die Knüppel. Wenn er so weitermacht, wird das nie was. Und die Sense. Dann hier, den behalten wir. Was haben wir hier? Teleportstein nach Adair. Teleportstein nach Kapdun, nach Montera und nach Redok. Okay, da können wir schon mal uns überall hin teleportieren, ne? Die behalte ich ja bis auf die Schatullen. So, Vorstall, weiß nicht, behalten wir. Schaufel behalten wir. Hammer hatten wir jetzt nicht eingesammelt. Die Hake brauchen wir nicht. Die Kelle brauchen wir nicht. Silberpokal behalten wir erstmal. Die Säge brauchen wir nicht. Sonst behalten wir es. Messer brauchen wir nicht. Natürlich alles andere mal behalten. Goldausgleich. Speicher jetzt. Wir haben hier jetzt die Quest erfüllt. Mit ihm. Oh, hier ist auch nochmal Voice Fill. So, mehr war hier glaube ich auch nicht, ne? Okay, und der hat das diesmal nicht gesehen. Und ist nicht mal sauer auf uns. Okay, perfekt. So muss das. Dann, Zero. Hier, jetzt, das haben wir. Ich habe die goldenen Pokale verschwinden lassen. Ich wusste, dass dir das gefallen wird. Mhm. So. Tja, die goldenen Pokale kannst du ja bei jedem Händler für gutes Gold loswerden. Gut. Und wenn du noch einen Job suchst, geh mal nach Ardea. Der Turmwächter Jack hat einen dicken Batzen Gold von den Rebellen kassiert. Verstehe. Bring mir was über das Diebeshandwerk bei. Ah, ne, genau, hier, Pol, bring mir was über das Diebeshandwerk bei. Dazu bist du noch nicht bereit. Okay, das fehlt uns. Ich weiß jetzt aber auch noch nicht, ob ich das, wie das mit den Erfahrungspunkten genau dann am Ende sein wird. Wir haben aber jetzt ein paar Waffenbündel. Wer wollte nochmal die Waffenbündel haben? Das müssen wir auch nochmal schauen. Redok, Säuble die Südlinien, nee. War das hier? Jack's Rebellengott, erlege dich hier schon. Hier haben wir noch nichts, hier noch nichts. Wo war denn das? Waffenbündel für Phil. Wie kann ich unterstützen? Nein, du sollst uns Waffen besorgen, nichts Besonderes. Einfach 3 Bündel Waffen. Wer war Phil nochmal? Wo finden wir Phil? Warte, war es nicht da hinten? Phil, ich habe hier 3 Waffenbündel für dich. Ich habe hier 3 Waffenbündel für dich. Ah, gut. Das ist gut. Danke. Hier, ich werde sie dir bezahlen. Okay, das haben wir auch geschafft. So. Tag 13. Ruf bei den Rebellen. 10 schon. Nice. So. Wollte noch irgendeine Waffenbündel? Waffen für die Rebellen. Ah, okay. Die wollten auch. 5 Waffenbündel. Wie viel habe ich? Waffenmittel jetzt nur noch. Okay, ich muss noch mal ein paar organisieren irgendwoher.
Jetzt fehlen uns wieder drei. Aber ich gehe trotzdem nochmal nach Redoch. Weil dort kann man uns nochmal ein bisschen was beibringen, sagen wir mal so, was Stärke angeht. Würde wirklich jetzt lieber erstmal Fokus auf Stärke setzen. Und Alchemie, um Dings hier zu lernen. Wenn wir hier nochmal schauen, wo war denn das? Hier, das hier. Hundert Stärke, okay. Okay, Jagdtalente 225 ist das höchste, was man bräuchte. Hier Magie 250. Schmieden 50 bisher. Ne, 60. Hier Diebestalente. Wäre 100 das höchste. Alchemie. Das ist 80 das höchste, was man bräuchte. Okay. Okay, ist aber auch schon einiges, was zusammenkommt. Stärke sind wir bei 150. Jagdgeschick bei 100. Altes Wissen 0. Schmiedekunst 10. Diebeskunst 11. Alchemie 32. So, ich speichere noch einmal. Und dann gucke ich mal bei denen. Die tun mir ja noch nichts, ne? Vielleicht finde ich da auch noch ein paar Waffen, die ich mitnehmen kann. Die muss ich ja so oder so später töten. Topork. Okay, ich lasse die mal in Ruhe, weil ich aktuell nicht weiß, ob ich in der Lage bin, die kaputt zu hauen. Ich gehe mal oben rum. Auch wenn ich ein bisschen langsam bin, aber ja. Ist egal. Hier sieht es auch eigentlich richtig hübsch aus. So eine kleine Lichtung, wollte ich fast sagen, aber so genau ist das jetzt auch keine Lichtung. Ah, da sind wir schon. Da ist schon Redoch. Mach dir keinen Ärger, klar? Okay, mit dem kann ich nicht mehr reden. Rebell. Wer war nochmal mit alles mit Namen? Gelford. Zeig mir deine Ware. Ah ja, genau. Hier. Bauernkleidung, Lederkluft. Was macht meine Kleidung eigentlich? Leichte Rebellenrüstung, will ich mal lassen. Den haben wir ja. Königlichen Wappentier. Oft in den Klauen von Skeletten zu sehen kommt. Ein gewöhnlicher Schild. Zerbrochener Holzschild. Ich würde aber ungern ein Holzschild haben wollen. So. Paladin-Rüstung. 190.000. Schwere Rebellen-Rüstung. Schutz vor Geschossen, Zerschmettern und Klingen, alles 150. Ich würde schon gerne so eine Paladin-Rüstung haben. Die scheint die beste zu sein. Was macht unsere Rüstung bis jetzt? Lederclub. Schutz vor Geschossen plus 10, Schutz vor Zerschmettern plus 15 und Schutz vor Klingen auch plus 15.
Und der auch nochmal Schutz vor Zerschmettern plus 10 und Schutz vor Klingen plus 15. Also Schutz vor Klingen haben wir 30, Schutz vor Zerschmettern 25, Schutz vor Geschossen 10, Schutz vor Feuer 0, Schutz vor Eis 20, Schutz vor Energie. Energie gibt es jetzt auch noch. Rebell, Rebell, Rebell. Unten wollte doch bestimmt jemand noch warten. So, die Frage ist jetzt, was machen wir? Erst Alchemie oder doch nochmal in Stärke? Ich würde sagen, ne, Alchemie wegen Gift wäre mir jetzt lieber. Hatten wir das hier schon gelesen? Uninteressant. Wo ist denn jetzt nochmal der Alchemistin? Da. Sebastian. Bring mir nochmal was. Bring mir was über Alchemie bei. Genau. Plus 5. Und nochmal plus. Gut so. Dann fehlen uns nur noch 3. So, dafür fehlen uns nochmal. Nee, 35 hatten wir dafür. Okay. Bring mir was über Alchemie bei. Für permanent. Nee. Ich hatte nur 35. Okay, jetzt ist es egal. Wer kann einem das mit dem Gift hier beibringen? Ich speichere das trotzdem mal, weil wir das jetzt haben. Stärke sind wir eh bei 150, Jagdgeschick 100. Meucheln. Der Held kann sich an einen Gegner von hinten heranschleichen und ihn durch einen gut gezielten Stich töten. Guck mal, ob wir das da schon vielleicht doch jetzt schaffen könnten. Hier hinten. Komm, die Ausdauer geht jetzt schneller wieder hoch. Kann das sein? Giftresistenz 35 hatten wir nur gebaut. Okay. Gehen wir mal hoch. Ich würde das gerne hier freikriegen. Vielleicht kriegen wir einen angelockt. Ein rostiges Schwert. Nicht gleich alle auf einmal. Ich glaube, das. Okay, das könnte übel enden. Das könnte sehr übel enden. Ja. Sehr übel geendet. Ja. Okay, dann quatschen wir lieber erstmal noch mit den Leuten hier unten. Marlo, wollte er nicht was? Nee, Marlo wollte nichts. Gegen 3 Varane könnte schwierig werden. Copper. Du willst dich mit mir schlagen? Nicht im Ernst. Du bist hier unter Freunden. Wir Menschen müssen gegen die Orks zusammenhalten. Ich brauche Training und du siehst aus, als wärst du ein ebenbürtiger Gegner.
Ja, komm, steig mit mir in die Arena. Steig mit mir in die Arena. Alles klar, dann zeig mal, was du kannst. So, besiege Koppa in der Arena. Will ich mal ausprobieren. Komm her! Leute, es gibt einen Kampf! Ga! Gib's ihm! Ga! 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 Leute, es gibt einen Kampf! Ga! 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 So. Dein Zeug gehört jetzt mir. Haben wir geschafft, okay. Koppa, stehst du auf? Wir sprechen uns noch. Du hast den Kampf gewonnen. Reife Leistung. Du kannst was. Wenn du einen Waffengefährten an deiner Seite brauchst, bin ich dein Mann. Du willst an meiner Seite kämpfen? Du willst an meiner Seite kämpfen? Du bist ein vielversprechender Mann. Du brauchst nur noch ein wenig mehr Erfahrung. Ich werde dahin gehen, wohin du gehst. Und werde gegen diejenigen kämpfen, gegen die du kämpfst. Oh. Wenn du mich nicht mehr brauchst, schicke mich einfach wieder zurück. Wir haben Gefährten, rein theoretisch. Okay, Norris. Würdest du mich im Kampf unterrichten? Würdest du mich im Kampf unterrichten? Okay, ein starker Schwertkämpfer, Schwertmeister, Umgang mit großen Waffen, schwere Armbrust effektiver nutzen. Ich habe jetzt keine Punkte, glaube ich. Ne. Da fehlt mir noch ein bisschen zu viel. Hast du nichts zu tun? Javier will nix. Rebellin, Rebell. Rebell. Okay, aber Koppa können wir demnächst mal als Gefährten mitnehmen. So, aber wir gehen jetzt erstmal nochmal raus. Da würde ich lieber erstmal zusehen, dass wir nochmal stärker werden. Und vielleicht mal eine bessere Rüstung bekommen. Wie viel Geld haben wir jetzt eigentlich? 902 Gold. Wir sind so gut wie immer pleite. Bei den Preisen, die hier gibt's. So, ich will jetzt aber auch nochmal zu Jack gehen. Und die Banditen bei ihm da mal wegmachen. Beziehungsweise auch die Wildschweine da oben. Okay, hier hat sich nichts gerespawnt. Oder? Ne. Komisch. So, da haben wir die Wildschweine. Und die Dinger hier nochmal. Ich weiß jetzt nicht. Wie gut wir gegen die sein werden. Kann ich den einen anlocken? Ja. Einen. Komm. Alter, was? Wie war das denn jetzt möglich? Ich habe den gar nicht getroffen. Doch einmal. Das war jetzt richtig mies. Also. Muss ich das vielleicht irgendwie
einer anderen Perspektive machen oder so? Irgendwie, wenn ich die jetzt anlocke? Achso, der will doch lieber alleine. Komm, komm, zwei Schläge. Ja. Okay, ersten haben wir. Nochmal essen. Wir werden so oder so nachher grillen dürfen. Und nochmal speichern. Speichern, habe ich gesagt. Versuche mal den nächsten gleich. Werden wir noch ein bisschen Abstand zueinander gewinnen, ja? Komm, komm. Komm. Ja. Haben wir den auch geschafft? So. Kriegen wir die anderen auch noch hin? Ja, eh nur noch zwei, ja? Ja. Ja, komm, 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 hau drauf. Okay. War jetzt nicht die mutigste Aktion, muss ich ehrlich sagen. Aber dann haben wir zumindest die Quest erfüllt. Ich dachte schon, das Herz hängen geblieben. So, das ist der letzte. So, töte die aggressiven Wildschweine. Jagdgeschick plus 1, rufen Redder plus 10, Erfahrung 500, Level up. Ah, wie nice. So, dann nehmen wir alles mit, was hier rumliegt. Ah, so, ruckel. Harnischkraut. So, und dann hier das rohe Fleisch. Alle 8, bitte. So, wer wollte, dass wir die Wildschweine erledigt haben? Muss ich nochmal kurz gucken. So, erlege die scheuen Hirsche. Erfolgreich, gescheitert? Noch keine Mission gescheitert, okay. Ich weiß jetzt aber nicht, wer die Quest haben wollte. Brenton? Die aggressiven Wildschweine sind erledigt. Die aggressiven Wildschweine sind erledigt. Ihr könnt wieder an die Arbeit gehen. Endlich mal jemand von euch, der sich um unsere Sorgen kümmert. Danke, Krieger. Hier hast du mein Gold. 30 Gold, wow. Aber, okay, wieder... Warte mal, wir haben jetzt... wir haben wieder 10 Lernpunkte. Wir können nochmal...
einen Kampf stärken investieren. Welches bräuchten wir jetzt hier? Schwertkämpfer? Starker Schwertkämpfer? Was macht der? Da würde ich nochmal investieren wollen vielleicht. Wie viel Geld habe ich überhaupt? 932. Ja, könnte schwierig werden, wenn es zu teuer ist. Müsste ich nochmal irgendwie was verkaufen oder so? Irgendjemand wird mir doch Gesundheit. Irgendjemand wird mir doch bestimmt hier gut Geld geben können, sagen wir so. Kümmere dich besser um deinen Kram. Wer war denn das? Hier, Norris. Würdest du mich im Kampf unterrichten? 2500 Gold können wir nicht leisten. Wir brauchen 2500. Wie kommen wir an 2500 Gold dran? Das ist hier jetzt die Frage. Na okay, was Gothic angeht, wissen wir auf jeden Fall. Anfangs ist man so oder so immer ein armer Schlucker. Und später hat man dann so oder so so viel Geld, Erz, Gold, was auch immer, Items im Überfluss. Am besten du hältst dich da raus. Apropos, warte mal. Können wir Tränke brauen? Da war ja ein Alchemietisch ja bei dem einen. Bei Sebastian. Ich kann zurzeit nichts herstellen. Kann er mir Alchemie beibringen? Bring mir was über Alchemie bei. Permanente Tränke? Könnten wir uns gar nichts leisten. Ja gut, dann würde ich sagen, gehen wir in der nächsten Folge mal nach Adea und zu Jacks Leuchtturm und reden da mit ihm. Die Musik gerade hat mich jetzt ein bisschen erschrocken. Und ich würde wirklich mal schauen wollen, weil die Alchemisten wird bei 42, Diebeskunst 11, Schmiedekunst, Jagdgeschick haben wir 101 jetzt, Stärke 151. 151. Ja gut, aber ich will mal schauen, wie wir dann die Banditen da bei Jacks Leuchtturm erledigt bekommen. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao!